Hey, and welcome back to Building Liebrochten. My name is Ion, and today is a special episode. I'm still busy designing the counterweight system, as you might have seen on Instagram and on the Facebook page of Liebrochten in the last week. But on the other hand, this is the 23rd episode, and this is a magical number for me. And there is also a great coincidence, because the C-Base has also its 23rd birthday this year. And during that birthday party, we had an evening with talks about C-Base projects that were going on. And one of those talks was a talk about Liebrochten that I gave, and I want to show you the recording of that talk in this very episode today. Unfortunately, that talk is in German. So let's watch the talk of Liebrochten at C-Base. Danke für die freundliche Anmoderation. Also, Buchscannen, wie geht das eigentlich? Also man braucht dazu eine Handvoll Sachen. Man braucht was Helles, eine Lampe von oben nach unten, zwei Kameras, weil zwei Seiten kann man auf einmal fotografieren, das beschleunigt die Sache. Zwei Glasplatten, damit diese beiden Seiten in einer definierten, rechtwinkligen und planen Weise den Kameras gegenüberstehen. Das Buch, selbstverständlich, das von den Glasplatten platt gedrückt werden soll. Und ein Ding, das das Buch hält. Und am Ende ein bisschen Software, am besten Open Source, das schmeckt mir am besten für die Nachbearbeitung. Hier sieht man alle relevanten Elemente. Aber möglicherweise will man gar keinen Buchscanner benutzen. Dann gibt es die klassische Option, keinen Buchscanner zu benutzen. Und zwar durch das Abschneiden der Bindung. Wenn man die Bindung abschneidet, dann kann man so ein Buch ganz handlich durch einen normalen Kopierer, der einen Dokumenteneinzug hat, durchschieben und mit derselben Software nachbearbeiten. Hat einen Nachteil, das zerstört das Buch, hat aber auch einen Vorteil, geht viel schneller und viel einfacher. Also wann scannt man ein Buch eigentlich selbst? Ich würde ein Buch genau dann selbst scannen, wenn es noch nicht gescannt ist oder die Qualität der Scans, die es dazu gibt, nicht ausreichend ist. Ist ein Buch gescannt, kann man gut nachgucken auf dieser URL gen.rus.lib.ec. Die muss so kryptisch sein, die bleibt relativ statisch. Die geht schon seit vielen Jahren. Dahinter findet man die Library Genesis. Das enthält alles, was es so an E-Books da draußen gibt. Selbstverständlich ohne Urheberrecht. Also ohne Berücksichtigung des Urheberrechts. Wenn man die Bindung abschneidet, dann sollte man das notieren, wenn das Buch noch nicht gescannt ist, das Buch noch gedruckt wird, man mehrere Exemplare besitzt oder man es sich leisten kann, das Buch einfach nochmal zu kaufen. Für die Fälle, wo man das Buch wirklich scannen möchte und man die Bindung nicht abschneiden möchte, und nur über die rede ich heute Abend, würde man einen Buchscanner bauen. Ein klassischer Buchscanner, da gibt es verschiedene Designs und eine sehr große Community unter der angegebenen URL. Und diese Designs sind über die Jahre inkrementell verbessert worden von ganz vielen Leuten, die hier was verbessert haben und da was verbessert haben, bis am Ende ein richtig cooles Modell dabei rausgekommen ist. Diese Modelle sind allesamt Open Source und manchmal kann man sie auch als Bausatz kaufen, aber ich glaube derzeit in Europa nicht. Und keine dieser Standardmodelle blättern die Seiten und so sieht sowas zum Beispiel dann aus. Das ist der Archivist Quill, der ist jetzt durch 4, 5, 6 Design-Iterationen gegangen. Und das ist essentiell sehr ähnlich wie das Modell, das ich vorhin gezeigt habe, aber ist optimiert worden für einfache Baubarkeit, Robustheit und ein paar Kleinigkeiten und Features, die man so haben möchte. Wie geht das denn mit so manuellen Buchscanner eigentlich, wenn man jetzt ein Buch einscannen möchte? Der erste Schritt ist, dass man die Seiten fotografiert. Dann wird man die Seiten nachbearbeiten und zwar dahingehend, dass die Qualität der Seiten ungefähr der Qualität von so einem Flachbettscanner entspricht. Dann macht man das relativ weit bekannte OCR, also das Optical Character Recognition. Das ist der Prozess, wo ein Computer die Bilddaten umwandelt in Textdaten, also quasi die Seite liest. Und dann würde man das irgendwie verpacken und ein E-Book daraus machen, zum Beispiel im Format EPUB oder Déjà-vu oder PDF oder was auch immer. Ich konzentriere mich auf diesen Bereich. Für das andere gibt es verschiedene Softwareprodukte in Open Source und in Proprietär. Die Proprietären sind besser, leider, aber das ist mein Teil. Wenn man die Bindung abschneidet, dann hat man das schon, diese Qualität. Dann muss man da gar nicht weiter mitmachen. Lindwurm hat schon gesagt, ich baue was mit selbst umblätternden Buchscanner und der Zustand davon ist, es gab viele Leute, die haben es probiert, so Geräte zu bauen, so Prototypen, aber kein Prototyp nützt uns allen, wenn er vom Resterhaufen stammt, weil der Resterhaufen ist individuell pro Werkstatt und lässt sich deswegen nicht reproduzieren.
Deswegen muss man einen Brustscanner, einen selbstunterteilten Brustscanner so bauen, dass ihn jeder nachbauen kann von Teilen, die verfügbar sind für einen Großteil der Menschheit. Und diese meisten Prototypen sind kaum dokumentiert worden. Wenn es davon eine Skizze gibt, dann ist das schon viel wert. Meistens gibt es nur Fotos und noch seltener ein Video. Und was es auch überhaupt nicht gibt, sind Aussagen über die Zuverlässigkeit. Also wie oft klappt das mit dem Umblättern und wie oft klappt das nicht? Es gibt also aktuell keine Bausätze und keine Baupläne und das möchte ich ändern. Ich möchte keinen Prototypen bauen, den keiner nachbauen kann, sondern ich möchte LibreFlip bauen. LibreFlip ist mein Buchscanner, der selbst umblättern können soll. Die Geschichte davon, also es war so, ich habe 2010 meinen ersten manuellen Buchscanner gebaut, auch ganz einfach, Lampe, Kamera, Glas, so wie man das, wie ich das vorhin gezeigt habe, im Schema. Und danach habe ich, weil ich dabei stand, viele tausend Seiten geblättert habe und aufgefallen ist, das muss doch besser gehen, das muss doch irgendwie besser gehen. Dieses Proof of Concept erdacht und gebaut in 2011. Kurzes Video. Genau, da sieht man jetzt die Kiste und meine Finger schlagen das dann um, aber so ungefähr könnte das funktionieren. Dabei hatte ich allerdings ein Problem, das habe ich aufgegeben, mit dem Proof of Concept weiterzuarbeiten. Dieses Video hatte ich aber trotzdem unkommentiert ins Netz gestellt. Ohne die Angabe, dass es nicht funktioniert. Deswegen habe ich das Projekt dann 2012 aufgegeben. Aber ein japanischer Fischer namens Hiroshi Yanagisawa fand dieses Video online und dachte sich, das ist ja cool. Und hat das nachgebaut. Der hat also genauso eine Maschine gebaut, wie ich sie gerade beschrieben habe, in seiner eigenen Werkstatt, aus seinem eigenen Restehaufen. Und so sieht die aus. Tatsächlich. So, dieses Video habe ich dann 2016 gefunden. Dachte mir, Moment, diese Geometrie kennst du irgendwoher? Den musst du mal anschreiben, wo er diese Ideen hergehabt hat. Stellt sich raus, er hat mir dann den Link zu meinem Video geschickt, dem Initialen, das ihr auch gerade gesehen habt, und meinte, daher. War ich ein bisschen stolz. Das war 2016 und dann habe ich mir im Sommer gedacht, dass jetzt muss ich das fertig machen, jetzt habe ich keine Ausreden mehr, jetzt diesen Proof of Concept von damals muss ich jetzt umsetzen zu einer richtigen Maschine. Und ich habe also ganz viel gezeichnet und gerechnet und Tabellen geschrieben und Teillisten und im Oktober 2016 tatsächlich angefangen mit diesem Projekt. Und ich möchte mich in diesem Moment ganz herzlich bei der Wikimedia Deutschland bedanken, die im Rahmen der Ideenförderung mir 3000 Euro zur Verfügung gestellt haben, um alle Teile und Einzelteile und Komponenten für dieses Projekt kaufen zu können. So sieht das Ding dann aus, der LibreFlip. Da ist eine technische Zeichnung mit bei. Naja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das Gerät wird dann hoffentlich folgende Features haben. Also oberstes Kriterium bei dem ganzen Design ist, dass es Open Source ist und dass man es mit möglichst wenig Werkzeug und Maschinen nachbauen kann. Vor allem aber ohne CNC-Fräse. Das heißt, im Optimalfall reicht eine Stichsäge, eine Handkreissäge, eine Handvoll Handwerkzeuge, eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber. Darauf ist es optimiert. Mehr Maschinen machen es einfacher. Er blättert automatisch die Seiten. Man kann die Bücher automatisch runterladen durch ein Touchscreen. Das konnte Hiroshis Maschine nicht. Und die Bilder werden an Bord bereits nachverarbeitet. Das heißt, den Schritt, den ich vorhin zeigte auf dieser Folie, mit Seiten aufnehmen und Verarbeitung der Bilddaten, der fällt dann weg. Das macht LibreFlip von selbst. So der Plan. Mit diesem Buchscanner habe ich folgende Ziele. Und zwar möchte ich ein neues Standardmodell schaffen, genau wie der Archivist Quill, das vierte oder fünfte Generation Standardmodell der Community derzeit ist, aber eins, das umblättern kann. Ich möchte Bausätze davon bereitstellen und ich möchte vor allen Dingen eine globale Community bauen aus Menschen, die Buchscanner betreiben und bauen und entwickeln. Und ich möchte bestimmte Softwareprobleme bei manuellen Buchscannern konzeptionell lösen, weil mit LibreFlip sind einige Details anders gelöst. Die Kameras sind statisch montiert und nicht flexibel einstellbar. Und das ermöglicht, andere und robustere Computer Vision-Algorithmen zu benutzen für die Bildverarbeitung, was das hoffentlich zuverlässiger macht. Ich versuche dieses Ziel zu erreichen, indem ich ein Crowdfunding veranstalten werde, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft.
und selbstverständlich eine große Community aufzubauen von Leuten, die das Projekt kennen und die ich dafür begeistern kann. Und das versuche ich zu erreichen, indem ich Videos produziere. Videos? Genau, Videos. Jede Woche ein neues Video, jeden Donnerstag auf meinem YouTube-Kanal Ion Berlin, und ich begleite jeden Schritt des Baus mit einer Kamera. Und wenn es noch Fragen gibt, dann wäre jetzt die Gelegenheit... Aber du hast den doch schon fertig gebaut, so gut wie, oder nicht? Oder funktioniert das ganze Ding noch nicht? Ja, der sieht schon ziemlich fertig aus, das sehe ich auch so. Er steht in der Werkstatt unten, aber aktuell ist an, ich muss da noch was ändern, das geht noch nicht so ganz. Also die Mechanik, die Kiste hoch und runter fährt, die ist falsch konstruiert. Die muss ich nochmal anders konstruieren, das war mit einem Gegengewicht. Ich hatte das gehofft, mit Gummifedern das zu bewerkstelligen, was ein Gegengewicht hätte tun sollen, weil das weniger Teile braucht, weil das einfacher ist. Stellt sich raus, ist schwieriger. Von daher muss ich das nochmal ändern, und ich nehme dann in Zukunft ein Gegengewicht. Das wird noch ein paar Wochen dauern, und dann gibt's das. Nur die Erinnerung an den Schleusenscanner, den wir jahrelang im Einsatz hatten, super gut für... fuhr rauf und runter, ganz ja? oft mal pro Tag. Hatte auch ein Gegengewicht. Weitere Fragen? Vielen Dank. I hope you enjoyed the talk. If you have any questions, please put them in the comments below. And if you'd like to be notified of new content about LiraFlip, then please consider to subscribe to my channel. I'm trying hard to publish a weekly episode, although I have a full-time job now. And this is actually just one episode of a longer series where I show all the steps how to make the page turning book scanner LiraFlip yourself. Thanks for watching.